Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut begrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja vor einiger Zeit begonnen, über das Evangelium zu sprechen. Und wir hatten uns ausdrücklich mit dem Bericht beschäftigt, den uns Markus hinterlassen hat. Auch im Hinblick auf einige Schriftstellen des Apostels Paulus. Und wir hatten gesehen, dass das Evangelium oder die frohe Botschaft, die gute Nachricht, eine Nachricht ist, die das Reich Gottes betrifft. Und dass Jesus Christus kam, uns das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Und ich möchte heute weiter in dieser Beziehung fortfahren und mich auf das Buch des Lukas beziehen. Hat Lukas uns etwas anderes gelehrt als Markus? Oder stimmen beide in der Beschreibung des Evangeliums überein? Denn wie ich ja bereits das letzte Mal gesagt habe, es gibt nur ein Evangelium. Paulus sagt, wenn einer ein Evangelium predigt, was anders ist als das, was ihr gehört habt, der ist verflucht. Und es ist das Evangelium, wie wir gesehen haben, vom Reich Gottes. Nur die meisten wissen nicht, was das Reich Gottes ist und die meisten wissen heute auch nicht, was das Evangelium eigentlich ist. Schauen wir uns nun einige Stellen im Buch Lukas an, die uns klar und deutlich zeigen, was mit dem Evangelium vom Reich Gottes gemeint ist. Zunächst einmal in Lukas Kapitel 1 und fangen wir an in Vers 30 zu lesen. Lukas 1 und Vers 30. Es geht hier um die Verkündigung des Engels an Maria, dass Maria schwanger werden würde und dass sie einen Sohn gebären würde. Und dieser Sohn sollte den Namen Jesus heißen oder haben. Und wir lesen jetzt in Lukas Kapitel 1 und Vers 30, der Engel sprach zu ihr, es war dies der Engel Gabriel, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Diese Stelle wird vielfach heute total übersehen, wenn die Menschen davon sprechen, warum Christus kam, was Christus für uns getan hat. Es geht darum, dass Christus ein Herrscher werden würde, dass er auf dem Thron Davids sitzen würde, einem Thron, der sich hier auf Erden befindet. Und dass sein Reich in Ewigkeit fortbestehen würde, kein Ende haben würde. Alles dies ist Teil des Evangeliums, der frohen Botschaft vom Reich Gottes. Nun, wir sehen aber heute noch nicht, dass Jesus Christus hier auf Erden herrscht. Wir sehen heute noch nicht, dass Jesus Christus hier auf dem Thron Davids sitzt. Aber dies wird noch kommen. Und zwar dann, wenn Jesus Christus zurückkehrt auf diese Erde. Nun, der Engel zitierte hier eine Stelle, die Maria sehr vertraut war. Und zwar eine Stelle aus dem Alten Testament. Wir finden diese Stelle in Jesaja Kapitel 9, aber behalten Sie hier Ihren Finger im Buch Lukas, weil wir darauf gleich zurückkommen werden. Aber in Jesaja Kapitel 9 wird nämlich noch mehr gesagt über das, was Jesus Christus tun würde, was er war, was er sein würde. Jesaja Kapitel 9. Angefangen in Vers 5. Jesaja Kapitel 9 und angefangen in Vers 5. Da heißt es über Jesus Christus, eine Prophezeiung, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir sehen also, dass der Engel das Alte Testament mit dem Neuen Testament identifiziert. Beide Aussagen stimmen überein. Bereits Jesaja war inspiriert worden zu schreiben, dass Christus auf dem Thron Davids herrschen würde, und zwar in einem Königreich bis in alle Ewigkeit.
Und Jesaja hatte auch geschrieben, dass dieser Heiland Gott hält genannt werden würde. Mit anderen Worten, dass er Gott war sein würde. Und er würde der Friedefürst genannt werden, der Fürst des Friedens. Das heißt, das Reich Gottes würde ein Reich des Friedens sein. Denn heute haben wir noch keinen Frieden auf Erden. Aber dieser Friede wird noch kommen. Er wird dann kommen, wenn Jesus Christus zurückkehrt, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Wir lesen ja auch im Jesaja-Buch, dass wenn das geschehen wird, dann werden die Menschen nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Heute wollen die Menschen in den meisten Fällen noch weiterhin Krieg führen, meinen, dass Krieg eine Antwort ist auf unsere Probleme. Aber eine solche Gesinnesänderung wird sich dann einstellen, dass der Mensch erkennen wird, dass Krieg niemals eine Antwort ist auf unsere Probleme. Kehren wir nun zum Buch Lukas zurück und schauen wir uns jetzt Lukas Kapitel 4 näher an. Lukas Kapitel 4 und die Verse 18 und 19. Lukas Kapitel 4 und angefangen in Vers 18. Christus kam in eine Synagoge, um dort zu lehren. Und er zitiert hier nun in der Synagoge wiederum eine Stelle aus dem Buch Jesaja, die er klar und deutlich auf sich selbst bezieht. Und hier ist, was er sagt. Lukas 4 und Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Nicht, dass dies damals schon eingetreten wäre, aber er kam, um dies zu predigen, um dies zu verkündigen, um dies anzukündigen, um das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium, wie ich sagte, vom Reich Gottes, denn es gibt ja nur dieses eine Evangelium. Das war Teil seines Auftrags. Er war gekommen, das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. In Lukas Kapitel 4 und Vers 43 wird dann Folgendes gesagt. Lukas Kapitel 4 und Vers 43. Er sprach aber zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Wussten Sie dies, dass Jesus Christus gesandt war, unter anderem auch dazu, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen? Das zeigt, dass es bis zu diesem damaligen Zeitpunkt noch nicht im großen Umfange gepredigt worden war. Das war ein Zweck seines Kommens, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Es ist das Evangelium. Und es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 6 und in Vers 20. Lukas Kapitel 6 und Vers 20. Schauen Sie, wir hatten ja bereits gelesen, dass er kam, das Evangelium den Armen zu predigen. Und hier liest er nun und sagt er nun, in Lukas Kapitel 6 und Vers 20, er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Selig seid ihr, Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Nun, mit den Armen ist hauptsächlich die Armut im Geiste zu verstehen. Die Demut, jemand, der sich etwas sagen lässt, jemand, der das Wort Gottes wie ein Kind annimmt. Jemand, der nicht beginnt zu argumentieren und immer Auswege zu finden und Ausflüchte, warum er das nicht tun braucht, was Gott einem sagt. Warum er dem Evangelium nicht Glauben schenken soll. Nein, das sind nicht die Armen, von denen Christus hier spricht. Es geht hier um die Demütigen, die wie ein Kind die Wahrheit akzeptieren wollen und danach auch leben wollen. Aber schauen Sie, die Umkehrung ist dann auch richtig. Er sagt hier: Selig seid ihr Armen, also er spricht seine Jünger an, denn das Reich Gottes ist euer. Wenn jemand eben nicht arm ist in diesem Sinne, dass er geistig demütig ist, dann ist das Reich Gottes eben nicht Teil seiner Zukunft, jedenfalls nicht, solange wie er diese Einstellung hat. Johannes der Täufer, der zunächst einmal verkündet hatte, dass Jesus Christus das Lamm Gottes war,
das die Sünden der Welt hinwegtragen würde, dass er derjenige war, der von Gott ausersehen war, um als der Messias aufzutreten. Der bekam Zweifel, als er im Gefängnis war, als Herodes ihn gefangen gesetzt hat. Dann fragte er sich, ja, ist er wirklich dieser Christus, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn man manchmal in Schwierigkeiten ist, dann kann es leicht geschehen, dass man auf einmal Zweifel bekommt an dem, was man sich selbst bewiesen hat. Und dann beginnt man zu überlegen, ob man es vielleicht nicht doch auf eine andere Weise tun kann, ob man vielleicht wirklich so leben muss, wie Gott es uns sagt, oder vielleicht gibt es da Alternativen. Aber schauen Sie, wie Christus auf diese Zweifel reagiert, denn Johannes schickt seine Jünger zu Christus und lässt ihn fragen, bist du wirklich derjenige, auf den wir warten sollen? Und schauen wir uns nun an, was Christus hierzu zu sagen hat. In Lukas Kapitel 7, angefangen in Vers 18. Lukas Kapitel 7 und Vers 18. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles, was Christus tat. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, da sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde, also als diese Jünger jetzt zu Christus kamen, zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, oder glücklich zu preisen ist, wer sich nicht ärgert an mir, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Schauen Sie, Johannes hatte Anstoß genommen an Christus. Zumindest hatte er begonnen, dies zu tun, weil er scheinbar nicht mit dem so einverstanden war, was Christus tat. Die Juden damals warteten ja darauf, dass der Messias kommen würde, um damals schon das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Aber das war ja nicht der Auftrag, den Christus hatte. Damals noch nicht. Damals kam er nur unter anderem, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Wie auch die Kirche Gottes heute den Auftrag hat, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Aber schauen Sie, Jesus zeigte Johannes, dass Johannes und auch andere, die berufen sind zum Heil, keinen Anstoß nehmen sollen an dem, was Gott tut in unserem Leben. Wenn es manchmal nicht so geht, wie wir das uns so vorstellen, da kann es sehr leicht sein, dass wir Anstoß nehmen, aber Christus warnt uns davor und sagt uns, schaut darauf, was Gott tut. Es steht alles mit dem im Einklang, was er uns gesagt hat, was er tun würde. Und ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus der Messias war, war eben das, dass er das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt hat, wie er hier sagt. In Vers 28, im gleichen Kapitel, Lukas 7 und Vers 28, fährt dann Christus fort, etwas über Johannes den Täufer zu sagen. Denn er hat ihn nicht sehr stark verurteilt, er hat ihn lediglich gewarnt, dass er sich nicht auf Zweifel einlassen solle. Und dann hat er Johannes den Täufer sehr gepriesen. Und er sagt, dass er größer war als alle Menschen, die geboren worden waren. Und gleichwohl sagte hier in Vers 28 in Lukas Kapitel 7, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Nun, was ist damit gemeint? Was meinte er hiermit? Zunächst einmal zeigt Christus deutlich, dass das Reich Gottes noch nicht errichtet worden war. Und dass Johannes, der der Größte war unter allen Menschen, noch nicht im Reich Gottes war. Und er vergleicht hier die Menschen dieser Welt, die in diesem Fleisch leben, mit denen, die im Reich Gottes sein würden. Und natürlich ist der Kleinste im Reich Gottes größer
als der größte Mensch, weil der Kleinste im Reich Gottes ein Geistwesen sein wird. Man kann nämlich nicht ins Reich Gottes gelangen, es sei denn, man besteht aus Geist. Man ist ein Teil der Gottfamilie. Und von daher ist natürlich jeder im Reich Gottes größer als der größte Mensch, der aus Fleisch und Blut besteht. Und heute meinen viele, wir seien bereits im Reich Gottes. Heute meinen viele, das Reich Gottes sei bereits hier auf Erden errichtet oder es ist inwendig in uns oder die Kirche ist das Reich Gottes. Aber alle diese Stellen, die wir bisher gelesen haben und die wir noch lesen werden, zeigen uns deutlich, dass diese Vorstellung verkehrt ist. Das Reich Gottes ist noch nicht errichtet. Sie können noch nicht im Reich Gottes sein, weil sie eben noch aus Fleisch und Blut bestehen. Schauen wir uns eine Stelle im 1. Korintherbrief an, aber behalten Sie wiederum Ihren Finger im Buch Lukas. 1. Korinther, Kapitel 15, denn hier wird beschrieben, wer alleine ins Reich Gottes gelangen kann und in welchem Zustande. 1. Korinther, Kapitel 15, angefangen in Vers 50. 1. Korinther 15 und angefangen in Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, so schreibt Paulus, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Wir hatten bereits in der letzten Sendung gesehen, dass wir das Reich Gottes ererben sollen. Aber Paulus sagt, solange wie man Fleisch und Blut ist, kann man das Reich Gottes nicht ererben, kann man nicht in das Reich Gottes gelangen. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Solange wie wir verweslich sind, werden wir eben keine Unverweslichkeit haben. Wenn wir das Reich Gottes ererben, werden wir damit auch Unverweslichkeit, Unvergänglichkeit, ewiges Leben ererben. Aber es muss eine Verwandlung, eine Umwandlung erfolgen, dass wir eben ins Reich Gottes gelangen können. Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Schauen Sie, für die meisten Menschen ist dies ein Geheimnis. Wir hatten ja bereits gesehen, dass Christus in Gleichnissen sprach, und wir werden das gleich auch noch sehen, im Buch Lukas, um den Menschen nicht zu erkennen zu geben, wovon er sprach. Für die Menschen sollten viele Dinge, die Christus sprach, ein Geheimnis sein. Aber er ging dann hin und erläuterte die Gleichnisse seinen Jüngern. Er machte ihnen dann deutlich, was die Geheimnisse des Reiches Gottes zum Beispiel beinhalten würden. Und auch hier spricht Paulus von einem Geheimnis, etwas, was die meisten Menschen nicht verstehen würden. Aber die Jünger Christi könnten und würden es verstehen. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Das ist auch schon bereits Teil eines Geheimnisses. Die meisten Menschen meinen, wenn man stirbt, dann, da man ja eine unsterbliche Seele haben soll, die geht dann sofort in den Himmel oder in die Hölle oder ins Fegefeuer oder in Limbo. Aber die Bibel sagt nichts hierüber. Die Bibel sagt, dass wenn man stirbt, dann schläft man. Man schläft einen traumlosen Schlaf, einen Schlaf ohne Bewusstsein, aus dem man auferweckt werden soll. Der Tod wird mit einem Schlaf verglichen, aus dem man auferweckt wird. Und so sagt er hier, wir werden nicht alle entschlafen. Einige würden noch am Leben sein, wenn Christus zurückkommt. Und er fährt fort, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle, ob sie jetzt entschlafen sind oder ob sie noch am Leben sein werden, sie werden verwandelt werden. Schauen Sie, er sagt ja gerade, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Die Verweslichkeit kann die Unverweslichkeit nicht ererben. Eine Verwandlung ist notwendig. Wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten, die entschlafen sind, die werden auferstehen, unverweslich. Aber es geht hier lediglich um die Toten, die in Jesus Christus entschlafen sind. Denn andere Tote werden erst später, zu einem späteren Zeitpunkt, in der sogenannten zweiten Auferstehung, auferstehen. Hier spricht er von denen, die in Christus entschlafen sind. Die werden auferstehen, unverweslich. Schauen Sie, jetzt ist die Verwandlung ist stattgefunden. Jetzt hat die Verweslichkeit aufgehört und die Unverweslichkeit begonnen. Die werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, auch wiederum in Unverweslichkeit. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, sagt er hier in Vers 53. Und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn wir also unsterblich sind, dann sind wir im Reich Gottes. Dann sind wir nicht mehr Fleisch und Blut. Solange wir Fleisch und Blut sind,
können wir das Reich Gottes nicht erben. Und von daher sagt Christus ja nun auch, dass derjenige, der der Kleinste ist im Reich Gottes, der wird ja dann unsterblich sein, unverweslich sein, der ist natürlich größer als der größte Mensch, der noch Fleisch und Blut ist. Kehren wir zu Vers 42 im gleichen Kapitel zurück, 1. Korinther 15 und Vers 42. Da sagt nämlich Paulus noch mehr über unsere Verwandlung. In 1. Korinther 15 und Vers 42, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich. Wir sind alle verwesliche Menschen heute. Und es wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Und dann in Vers 49. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen Adam, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen Adam, Jesus Christus. Wir werden das Bild des himmlischen Jesus Christus tragen, wenn wir auferweckt werden in Verweslichkeit oder vielmehr in Unverweslichkeit, in Herrlichkeit, in Kraft, in Unsterblichkeit. Dann werden wir im Reich Gottes sein, nicht vorher. Also alle die, die heute behaupten, wir sind bereits im Reich Gottes oder das Reich Gottes sei bereits auf Erden errichtet oder noch schlimmer, das Reich Gottes sei in uns, die liegen alle verkehrt. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns die Bibel lehrt. Und das ist das, was Christus ankündigte, das, was er verkündigte, das war das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Kehren wir nun zum Buch Lukas zurück und lesen wir in Kapitel 8 und in Vers 1. Und schauen wir wiederum, was er tat. Es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Schauen Sie, er verkündigte das Evangelium in den Dörfern, in den Städten. Aber verstanden die meisten, denen er es verkündigte, wovon Christus sprach? Verstehen die meisten heute, wenn sie die Verkündigung des wahren Evangeliums hören, wovon wir sprechen? Oder sind sie so von Irrtümern befangen, dass sie dies ablehnen oder dass sie, weil ihnen die Erkenntnis eben nicht gegeben wird, das nicht verstehen, was hier gesagt wird? Im gleichen Kapitel lesen wir Vers 4. Lukas 8, Vers 4. Als nun eine große Menge beieinander war, und sie aus den Städten zu ihm eilten, da redete er in einem Gleichnis. Und er spricht hier von dem Gleichnis des Sämanns. Natürlich hat dies einen Zusammenhang mit dem Reich Gottes. Aber dann in Vers 9 heißt es, dann fragten ihn seine Jünger, was dies Gleichnis bedeutet. Schauen Sie, bis zu dem Zeitpunkt hatten die auch noch nicht verstanden, worum es ging. Aber Christus begann nun, seinen Jüngern das Gleichnis zu erklären. Den Massen erklärte er das Gleichnis nicht. Und so sagt er hier in Vers 10, er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Es muss uns also gegeben sein, von Gott gegeben sein, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Wenn wir die Lehre vom Reich Gottes nicht verstehen, dann deshalb nicht, weil es uns nicht gegeben ist, es zu verstehen. Christus sagt, euch ist es gegeben, diese Geheimnisse zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Haben Sie das gewusst? Haben Sie nicht gemeint, Christus kam, um allen Menschen reinen Wein einzuschenken, klare Gewissheit zu geben über das, was in der Zukunft geschehen würde? Keineswegs. Christus kam, um nur einigen die Wahrheit zu erklären. Das Evangelium wurde zu einem Zeugnis verkündigt, wie es auch heute zu einem Zeugnis verkündigt wird. Aber das Verständnis wird erst dann kommen, wenn Gott es einem gibt. Und wir sehen auch, dass später Jesus Christus seine Apostel aussandte,
um zu predigen. Das Wort Apostel heißt ja jemand, der gesandt ist. Aber was sollten sie predigen? Was sollten sie tun? Lukas Kapitel 9, angefangen in Vers 1. Lukas Kapitel 9 und Vers 1. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister, und dass sie Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und dann lesen wir in Vers 6, dass das genau das war, was die Apostel taten. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Schauen Sie, zunächst heißt es hier in Vers 2, er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes. Und jetzt heißt es in Vers 6, sie predigten das Evangelium. Mit anderen Worten, sie predigten das Evangelium vom Reich Gottes. Alles dies gehört zusammen. Und es heißt hier, dass sie gingen und zogen von Dorf zu Dorf. Nun, wir tun dies heute auch in gewisser Weise. Nicht buchstäblich, indem wir jetzt rein physisch von Dorf zu Dorf gehen. Wir tun dies dadurch, dass wir zum Beispiel diese Predigt auf dem Internet zur Verfügung stellen. Und jeder, wo er auch sein mag, kann sich diese Predigt anhören. Ob er jetzt in einem Dorf lebt, in einem anderen Dorf, in einer Stadt, in einer anderen Stadt, in einem Land, in einem anderen Land, ob er jetzt in Saudi-Arabien lebt oder in Hongkong oder in Österreich, in Deutschland, in Amerika, in Kanada, in England, in China, in Indien, in Kenia, in Afrika, wo auch immer. Ich sage diese Namen bewusst, weil alles dies Länder sind, aus denen wir bereits Zuschriften erhalten haben. Wir wissen also, dass dort Leute leben, die uns zuhören. Und so predigen auch wir heute das Evangelium in diesem Sinne von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, in aller Welt. Wie es heißt, dass das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis gepredigt werden muss. Und dann, heißt es, wird das Ende kommen. Und so predigten die Apostel damals das Evangelium vom Reich Gottes von Dorf zu Dorf. Interessanterweise ist auch, dass Christus einmal sagen würde zu den Aposteln und zu den Jüngern der Endzeit, dass man weiter das Evangelium von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt predigen soll, denn wir werden nicht zu einem Ende kommen, sogar bis Christus zurückkommt. Die wahre Kirche wird dabei sein, das Evangelium zu verkündigen, wenn Christus zurückkommt. Lesen wir jetzt im Buch Lukas, Kapitel 9, die Verse 10 und 11. Lukas, Kapitel 9 und die Verse 10 und 11. Denn jetzt hatten die Apostel das getan. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Nun, nicht aus sich selbst heraus, sondern aufgrund der Kraft Gottes, die mit ihnen wirkte. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Und als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Mit anderen Worten, Christus, wie auch die Apostel, predigten weiter das Evangelium vom Reich Gottes. Und da er natürlich vom Reich Gottes sprach, da kam es zu Fragen. Und auch die Jünger verstanden noch nicht unbedingt genau, was mit dem Reich Gottes gemeint war. Wie ich sagte, die glaubten, Christus würde damals schon zurückgekommen sein, um das Reich Gottes damals schon zu errichten. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, die auch vielfach missverstanden wird in der orthodoxen Christenheit. Aber schauen wir uns genau an, was hier gesagt wird. In Lukas Kapitel 9 und in Vers 27 zunächst einmal. Lukas Kapitel 9 und Vers 27. Da sagt Christus nämlich zu seinen Jüngern: Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, also er sprach jetzt zu denen, die vor ihm standen, einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Nun, wie ist dies zu verstehen? Einige würden nicht sterben, die würden den Tod nicht schmecken, bevor sie das Reich Gottes sehen würden.
Nun lesen wir weiter in Vers 28. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus, also einige von denen, die dort standen, die den Tod nicht schmecken würden, bevor sie das Reich Gottes sehen würden. Er nahm also jetzt Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und ging auf einen Berg, um zu beten. Wir lesen also hier, dass Christus diese 3 Jünger zu sich nahm, mit sich nahm auf einen Berg. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus auf diesem Berg verklärt wurde. Vers 29. Und als er betete, da wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gesicht wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen solle. Petrus aber und die bei ihm waren, die waren voller Schlaf. Und als sie aber aufwachten, da sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist es für uns gut. Lasst uns 3 Hütten bauen, die eine, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er da redete. Vers 34. Und als er aber dies redete, da kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, da fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen davon und verkündeten jeden Tag niemanden, was sie gesehen hatten. Nun, was ist mit dieser Stelle gemeint? Wurden sie wirklich jetzt in das Reich Gottes versetzt? War in diesem Augenblick das Reich Gottes bereits auf Erden errichtet worden? Ist dies damit gemeint? Nun, wir wollen uns hier eine Parallelstelle anschauen, die weiteres Licht auf diese Stelle wirft. Wie gesagt, behalten Sie hier Ihren Finger in Lukas. Aber gehen wir zu der Parallelstelle in Matthäus, Kapitel 16. Denn da wird noch mehr dazu gesagt, was hier auf diesem Berge der Verklärung, wie es heißt, geschah. Matthäus, Kapitel 16 und Vers 28. Auch da sagt er: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Also hier wird erläutert, dass es der Menschensohn Jesus Christus sein würde, den sie in seinem Reich kommen sehen würden. Kapitel 17 und Vers 1 im Buch Matthäus. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Und dann wird das Gleiche berichtet, was wir bereits im Buch Lukas gelesen haben, aber jetzt Vers 9. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also hier wird alles das, was hier geschehen war, eine Erscheinung genannt. Nun, was ist mit dem Wort Erscheinung gemeint? Wörtlich bedeutet es Vision. Das griechische Wort hier ist Horama. Eine Vision, eine Erscheinung. Schauen wir uns ein paar Stellen an, wo von einer Vision, einer Erscheinung gesprochen wird. Apostelgeschichte, Kapitel 9, angefangen in Vers 10. Apostelgeschichte 9, angefangen in Vers 10. Es geht hier um den Zusammenhang, dass Saulus, der dabei war, die Kirche Gottes zu verfolgen, von Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus in geistlichem Sinne niedergeschlagen wurde. Er wurde blind. Und jetzt heißt es hier in Apostelgeschichte 9 und Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Straße, die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus und Tarsus, denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung
in einer Vision einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend würde. Schauen Sie, das war noch nicht geschehen. Der Saulus hatte in einer Vision diesen Hananias gesehen, den er scheinbar vorher noch nie gesehen hatte. Und er hatte in dieser Vision gesehen, dass der Hananias zu ihm kommen würde in der Zukunft, schauen Sie, in ein paar Minuten, einer Stunde, was immer, und dann etwas tun würde. Das war eine Erscheinung. Die war noch nicht Wirklichkeit. Sie deutete auf etwas hin, was Wirklichkeit werden würde. Als die Jünger auf dem Berge Christus sahen mit Mose und Elia in einer Erscheinung, da wurde ihnen gezeigt, was in der Zukunft geschehen würde, was noch nicht geschehen war. Und wir lesen dann auch hier im gleichen Kapitel, in Apostelgeschichte 9, angefangen in Vers 17, dass genau das dann geschehen würde, was hier angekündigt worden war. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, die von einer Erscheinung spricht, in Apostelgeschichte Kapitel 10. Angefangen Vers 1, es geht hier um den sehr berühmten Hauptmann Cornelius. Apostelgeschichte 10 und Vers 1. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Aber das war eine Erscheinung, schauen Sie, das geschah nicht wirklich, aber er hatte diese Vision. Und dann lesen wir in Vers 10 von einer weiteren Erscheinung. Das war, als der Petrus jetzt diese Erscheinung von dem Tuch hatte, das aus dem Himmel herauskam, wo all diese unreinen Tiere waren. Und dann wurde in dieser Vision ihm etwas gesagt, aber er erkannte später, dass diese Erscheinung darauf hin gedeutet hat, dass man keinen Menschen unrein und gemein heißen solle. Und er wurde dazu aufgefordert, dann zu Cornelius zu gehen und ihm das Evangelium zu predigen und ihn dann auch zu taufen. Und er wurde auch dann, der Cornelius, vom Heiligen Geist erfüllt. Aber schauen wir uns an, wie das hier beschrieben wird, in Apostelgeschichte 10 und Vers 10. Und als er hungrig wurde, da wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, da geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfel niedergelassen auf die Erde. Und so sieht er also jetzt dieses Tuch. Aber was ist hiermit gemeint? In Vers 17. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutet, die Vision, das gleiche Wort wird wieder hier im Griechischen gebraucht, die er gesehen hatte. Siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an dem Tor und riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Vers 19, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung. Also da war nicht in Wirklichkeit ein Tuch, mit dem alle, das also voller unreiner Tiere war. Das war eine Erscheinung, eine Vision, die ihm hier etwas deutlich machen sollte. Und der Petrus hatte dies auch klar erkannt. In Apostelgeschichte 11, und lesen wir Vers 5, denn das ist jetzt sein Bericht, seine Aussage über das, was er erlebte. Und er sagt hier in Apostelgeschichte 11 und Vers 5, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Und ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfel niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Nun lesen wir noch von einer weiteren interessanten Begebenheit, wo deutlich gemacht wird, was der Unterschied ist zwischen einer Erscheinung und einem wirklichen Geschehen. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass Petrus ins Gefängnis gebracht wurde. Und es heißt hier, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und dann lesen wir in Vers 7, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum.
Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, stehe schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Dies war Wirklichkeit. Schauen Sie, das geschah nun tatsächlich. Der Engel kam tatsächlich und befreite jetzt Petrus von seinen Ketten und führte ihn aus dem Gefängnis. Aber schauen wir uns an, was in Vers 9 gesagt wird. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel. Das war jetzt Realität, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Hier wird also der Unterschied deutlich zwischen Erscheinung, das gleiche Wort, was auch im Matthäus-Evangelium gebraucht wird, als Christus auf dem Berg der Verklärung war, was also auf etwas hindeutet, was aber nicht wirklich geschieht, es war eine Vision, und hier geschieht etwas wahrhaftig, wirklich, das war eben keine Vision. Das ist der Unterschied. Was also die Jünger sahen auf dem Berg der Verklärung, war eine Vision. Das geschah nicht wirklich. Das Reich Gottes war noch nicht gekommen. Schauen Sie, sie sahen es in einer Vision, als etwas, was in der Zukunft geschehen würde. In Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen wir von einer weiteren Erscheinung, einer weiteren Vision. Nicht etwas, was tatsächlich geschah. Apostelgeschichte 16 und Vers 9. Da sieht nämlich Paulus eine Erscheinung wiederum. Der hatte ja vorher bereits eine gesehen, als er den Jünger sah, der zu ihm kommen würde und ihn dann die Hände auflegen würde. Hier lesen wir in Vers 9, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Aber das war eine Erscheinung. Dieser Mann war nicht wirklich da offensichtlich, der war in Mazedonien. Das war etwas, was der Paulus so in einer Erscheinung, in einer Vision sah, die Gott ihm gab, um ihm zu zeigen, dass er jetzt nach Mazedonien gehen solle, um dort das Evangelium zu predigen. Lesen wir auch Kapitel 18, noch als ein weiteres letztes Beispiel hier. Apostelgeschichte 18, die Verse 9 und 10. Apostelgeschichte 18, die Verse 9 und 10. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ach, hier wiederum ein Beispiel einer Vision, einer Erscheinung. Schauen Sie, die Verklärung Jesu, Elias und Moses auf dem Berge der Verklärung war eine Erscheinung, wie wir gesehen haben, eine Vision. Die Jünger sahen das Reich Gottes in Kraft, wie wir dies bereits im Markus-Evangelium in Kapitel 9 und Vers 1 lesen. Sie sahen, wie das Reich Gottes in Kraft kam. Sie sahen den Menschensohn in seinem Reich kommen. Aber es war dies etwas, was in der Zukunft geschehen würde, wenn sie in der Tat Mose, Elia und Christus im verherrlichten Zustande im Reich Gottes sein würden. Schauen Sie, später würde der Apostel Johannes wiederum in einer Erscheinung die zukünftigen Geschehnisse sehen, die hier auf Erden stattfinden würden und was im Reich Gottes geschehen würde. Wir lesen dies im Buch der Offenbarung. Denn der Apostel Johannes, der war im hohen Alter jetzt auf der Insel Patmos, als ein Gefangener. Und eine Erscheinung oder viele Erscheinungen machten ihm deutlich, was geschehen würde. Und so heißt es auch, dass er im Geist diese Dinge sah. Er war vom Geist ergriffen, wie es heißt. Und er sah sogar auch in dieser Erscheinung Jesus Christus im verherrlichten Zustande zu ihm kommen. Wir lesen dies im ersten Kapitel im Buch der Offenbarung. Und wir lesen auch angefangen in Kapitel 4, dass er scheinbar in den Himmel versetzt wurde und vom Himmel aus Geschehnisse betrachten würde, die sowohl im Himmel als auch auf Erden stattfinden würden. Aber das war natürlich nicht Wirklichkeit, das war eine Erscheinung, das war eine Vision, die natürlich in dem Sinne real war, indem sie genau das ihm zeigte, was geschehen würde. Aber es war dies eine Erscheinung, wie auch die Verklärung auf dem Berg eine Erscheinung war. Die drei Jünger sahen das Reich Gottes mit Kraft in einer Vision, bevor sie starben. Wie Christus gesagt hatte, er sagte, es würden einige von denen, die bei ihm standen, den Tod nicht schmecken, bevor sie das Reich Gottes in Kraft sehen würden, bevor sie den Menschensohn in sein Reich kommen sehen würden.
Aber es war dies, wie gesagt, in einer Vision. Elia und Mose, die lebten ja nicht, die waren ja tot im Grabe, wie wir alle tot im Grabe liegen, wenn wir sterben. Und wir warten alle auf die Auferstehung, von der wir bereits gelesen haben, wenn Jesus Christus zurückkommt. Nicht vorher. Nicht vorher. Dann schauen wir uns eine weitere Stelle an, die für einige schwer verständlich ist, im Lukas-Evangelium. Kehren wir zu Lukas zurück, Kapitel 17. Lukas Kapitel 17 und in Vers 20. Lukas Kapitel 17 und Vers 20. Wie gesagt, Christus sprach ja vom Reich Gottes und so kamen Fragen auf. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Denn einige übersetzen hier sogar fälschlich, es ist in euch, nun das ist total verkehrt. Er sprach hier zu den Pharisäern, das Reich Gottes war mit Sicherheit nicht in denen, aber es war mitten unter ihnen, wie Christus sagte. Nun, was ist damit zu verstehen? Zunächst einmal, was meinte er damit, wenn er sagte, siehe, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann? Wörtlich, es kommt nicht mit Beobachtung, denn das Griechische ist hier ein Hauptwort. Interessanterweise das einzige Mal im gesamten Neuen Testament, dass dieses Wort im Griechischen gebraucht wird. Das griechische Wort ist Parateresis. Es ist, wie gesagt, ein Hauptwort und mir sollte übersetzt werden hier mit Beobachtung. Nun, das Verb kommt allerdings mehrere Male vor, von dem sich das Hauptwort ableitet. Im Lukas-Evangelium dreimal und dann noch drei weitere Male im verbleibenden Text des Neuen Testamentes. Ich möchte kurz die drei Stellen im Lukas-Evangelium vorlesen, um zu zeigen, wie Lukas dieses Wort gebraucht. Zunächst einmal zurückgehen zu Lukas Kapitel 6 und in Vers 7. Lukas Kapitel 6 und Vers 7. Da heißt es, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf. Sie beobachteten ihn. Das griechische Wort ist eben das Wort, von dem sich Parateresis ableitet. Es heißt Paratereo. Die lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Es wird hier also mit sehr negativer Qualifikation gebraucht, dieses Wort. Lukas Kapitel 14, Vers 1, eine weitere Stelle. Lukas Kapitel 14, Vers 1, auch hier wird das Wort Paratereo gebraucht, das Verb. Da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Also hier wird auch wiederum das Wort mit belauert übersetzt. Und dann noch in Lukas Kapitel 20 und in Vers 20. Lukas Kapitel 20 und Vers 20. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Das Wort wird bei Lukas und auch im gesamten Neuen Testament lediglich in negativer Weise gebraucht. Es ist eine intensive, negative Beobachtung, Bewachung, Auflauerung in sogar abergläubischer, argwöhnischer, falscher Weise. Die weiteren drei Stellen, wo das Wort gebraucht wird, das können Sie sich nachher anschauen, sind Markus Kapitel 3 und Vers 2, Apostelgeschichte Kapitel 9 und Vers 24, die lesen wir gleich noch, und Galater 4 und Vers 10. Wenn wir jetzt zu Lukas Kapitel 17 zurückgehen, dann sehen wir, dass Christus sagt, das Reich Gottes kommt nicht in solcher Weise. Es kommt nicht in solcher negativer, argwöhnischer, abergläubischer Weise. Man kann es auch nicht in der Weise erlangen, dass man versucht, es gefangen zu nehmen oder von anderen zurückzuhalten. Denn hier wird das Wort nämlich in Apostelgeschichte 9 und Vers 24 in dieser Weise gebraucht. Apostelgeschichte 9 und in Vers 24, ja auch ein Bericht, der von Lukas verfasst wurde. Apostelgeschichte 9 und Vers 24, da heißt es,
Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten, schauen Sie hier auch wiederum das Wort, sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Also die bewachten diese Tore, die wollten also nicht, dass der Paulus mit heiler Haut davon kam. Und so sagt Christus, auf diese Weise kommt das Reich Gottes nicht. Schauen Sie, die Pharisäer hatten ja versucht, das Reich Gottes vor den Menschen zuzuschließen, wie er sagt. Sie hatten versucht zu verhindern, dass die Menschen ins Reich Gottes hinein gelangen könnten. Sie können dies in Matthäus 23 und Vers 13 nachher nachlesen. Und Christus sagt denen, dass es den Pharisäern weggenommen werden würde. In Kapitel 21 und Vers 43 vom Buche Matthäus. Also so kommt das Reich Gottes nicht. Vielmehr, sagt Christus, wenn man es richtig versteht, ist das Reich Gottes bereits mitten unter euch. Nicht in der Weise, dass es bereits auf Erden errichtet worden war, aber in der Weise, dass Jesus Christus, der Repräsentant des Reiches, der zukünftige König des Reiches, unter ihnen war. Denn der Engel hatte ja Maria gesagt, es ist Christus, der auf dem Königsthron Davids regieren würde. Und sein Reich würde kein Ende haben. Er war der zukünftige Herrscher des Reiches. In dem Sinne war das Reich Gottes bereits unter ihnen. Sie würden nicht sagen können, hier ist es, siehe, hier ist es, weil man das Reich Gottes in diesem Fleisch nicht sehen kann. Schauen Sie, das Reich Gottes ist ja lediglich die Familie Gottes. Jeder, der im Reich Gottes sein wird, der wird teilhaben an der Familie Gottes, der Gottfamilie. Und Jesus Christus musste auch diesen Aspekt erklären. In Johannes Kapitel 3. In Johannes Kapitel 3. Da sprach er zu dem Nikodemus, der heimlich bei Nacht zu ihm kam. Und er wollte auch mehr erfahren von dem, was Christus war, was Christus tat, was Christus tun würde vom Reich Gottes. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 3 und Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen wiedergeboren sein, von Neuem geboren sein, um das Reich Gottes sehen zu können. Schauen Sie, die meisten Menschen heute meinen, sie seien bereits wiedergeboren, wenn sie den Heiligen Geist erhalten. Aber das ist eine falsche Auffassung. Im Griechischen steht das Wort genau, und das Wort genau kann vom Zusammenhang her sich auf die Zeugung, auf die Geburt und auf den Prozess von Zeugung zu Geburt beziehen. Wenn wir heute den Heiligen Geist erhalten, nach der Taufe, dann sind wir vom Heiligen Geist gezeugt. Wenn wir uns aber dann hin entwickeln bis hin zum Reich Gottes und dann letztlich bei der Wiedergeburt im Reich Gottes sind, dann sind wir jemand, der das Reich Gottes sehen kann, vorher nicht. Und das ist das, was Christus hier deutlich machen will. In Vers 6 in Johannes 3 sagt er nämlich, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, schauen Sie, das ist Geist. Nicht geistlich oder wird zu Geist oder wie auch immer. Er sagt, wenn man vom Geist geboren ist, dann ist man Geist, ein Geistwesen. Wir sind heute noch kein Geistwesen, weil wir noch nicht vom Geist geboren sind. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir vom Geist gezeugt, aber noch nicht geboren. Wie wird es sein, wenn wir vom Geist Gottes geboren sein werden, wenn wir wirklich wiedergeboren sein werden? Schauen wir uns dies in Vers 8 an. Da sagt Christus, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Man kann ja den Wind nicht sehen, man kann seine Auswirkungen erfahren. Und so sagt er, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir werden Geistwesen sein, unsichtbar den Menschen, wenn wir uns nicht sichtbar machen. So können wir also das Reich Gottes nicht sehen, solange wir aus Fleisch und Blut bestehen. Und das ist genau das, was auch Johannes im 1. Johannesbrief uns sagt. 1. Johannes in Kapitel 3
und in Vers 2. 1. Johannes und Kapitel 3 und Vers 2. Da sagt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, Gottes gezeugte Kinder, wenn wir Gottes Geist haben. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Schauen Sie, man kann das noch nicht sehen, wir sind ja noch Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, werden wir Jesus Christus gleich sein, werden wir das Bild des Himmlischen tragen, wie wir im 1. Korintherbrief gelesen haben. Und schauen Sie die Gleichsetzung an, hier, die Johannes betreibt. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das können wir heute noch nicht. Wir können heute Jesus Christus im Reich Gottes noch nicht sehen, weil wir noch aus Fleisch und Blut bestehen. Aber wenn wir Geist sein werden, so wie er Geist ist, dann werden wir ihn als ein Geistwesen sehen können, weil wir ja dann auch ein Geistwesen sein werden. Und wenn wir jetzt zu Lukas zurückkehren, zu der Stelle, die wir uns gerade angeschaut haben, dann erkennen wir, was Christus hier alles in Lukas Kapitel 17 und in Versen 20 und 21 sagt. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, in abergläubischer Weise, dass man versuchen kann, es gefangen zu nehmen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, weil ja nun diejenigen, die noch nicht im Reich Gottes sind, es ja nicht sehen können. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nicht, dass er es errichtet hätte, aber dass er es bereits als der Repräsentant des Reiches Gottes vertrat. Etwas Ähnliches finden wir im Johannesevangelium in Kapitel 1. Eine ähnliche Aussage, die Verse 26 und 27. Johannes Kapitel 1 und die Verse 26 und 27. Johannes aber antwortete ihnen und sprach, Johannes der Täufer, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten. Die gleiche Formulierung, er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt, und er wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Und dann identifiziert er ihn in Vers 29 als das Lamm Gottes, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann sagt er auch, dass er den Heiligen Geist auf Jesus Christus bei seiner Taufe herniederkommen sah. Also auch hier sehen wir, Jesus Christus war mitten unter ihnen. Und so sagt er auch, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil ich der Repräsentant des zukünftigen Reiches Gottes hier auf Erden sein werde. Er hatte es noch nicht errichtet. Das Evangelium vom Reich Gottes ist eine Botschaft des kommenden Reiches Gottes. Schauen Sie, er hat uns ja auch gesagt, seinen Jüngern, wie wir beten sollen. Und wie sollen wir beten? Im berühmten Vater unser. Da heißt es, eine Anleitung für unser Gebet, nicht, dass man das alles immer so wörtlich wiederholen muss, eine Anleitung von Gedanken, die man in seinem Gebet dann aussprechen kann. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das beten heute viele in der Kirche, jeden Sonntag, dein Reich komme. Und meinen, das Reich Gottes ist bereits schon da. Wie kann man diesen Widerspruch erklären? Nun dadurch, dass man eben nicht versteht, dass das Reich Gottes noch nicht da ist, dass Jesus Christus noch nicht auf dem Thron Davids hier auf Erden sitzt, dass er das Reich Gottes noch nicht hier auf Erden errichtet hat, aber es wird kommen, es soll kommen. Das ist unsere Bitte an Gott. Schicke uns dein Reich, schicke uns Jesus Christus, dass er das Reich Gottes auf Erden errichten würde. In Lukas Kapitel 10, und dies noch kurz zum Abschluss der heutigen Predigt zu erwähnen. In Lukas Kapitel 10 sagt Christus dann noch eine interessante, oder macht er noch eine interessante Aussage, angefangen in Vers 8. Lukas Kapitel 10, angefangen in Vers 8. Da sagt er, und wenn ihr in eine Stadt kommt, er hat also jetzt die Jünger ausgesandt auf diese Missionsreise, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und halt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Er hatte also
seinen Jüngern gesagt, sie sollten denen predigen, zu den Menschen, die sie also aufnehmen würden, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen war. Es war noch nicht da, es war nahe herbeigekommen. Es ist auch für sie nahe herbeigekommen, wenn sie die Wahrheit vom Reich Gottes erkennen und dementsprechend handeln. Es ist auch für andere in dem Sinne potenziell nahe herbeigekommen, wenn sie die Wahrheit vom Reich Gottes hören, aber wenn sie sich dann dagegen auflehnen, wenn sie sogar zu einem gewissen Grade die Wahrheit verstehen, aber wenn sie sich dann auflehnen dagegen und nichts davon wissen wollen, dann spricht Christus hier eine Warnung aus. Und er sagt, einem solchen Menschen, einem solchen Volk, einem solchen Dorf wird es nicht so erträglicher gehen am Tage des Gerichtes, wie sogar eine Stadt wie Sodom. Eine ernstzunehmende Warnung. Wenn sie die Wahrheit Gottes hören und wenn sie die Wahrheit Gottes erkennen, dann müssen sie auch auf diese Wahrheit reagieren. In Lukas Kapitel 11 und in Vers 20, da sagt er, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Auch wir wiederum, der gleiche Gedanke, den wir bereits eben schon erläutert haben. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen, indem die Kraft des Geistes, des Reiches, zu ihnen gekommen war. Jesus Christus, der Repräsentant des zukünftigen Reiches, das er hier auf Erden errichten würde. Er war ja bereits da, er war ja bereits unter ihnen und durch die Kraft des Heiligen Geistes, den Finger Gottes, war er in der Lage, Kranke zu heilen. Und so hat er also jetzt die Kraft des Reiches in diesem Sinne Gestalt angenommen. Aber das bedeutet natürlich nicht, im Hinblick auf all die anderen Stellen, die wir bereits gelesen haben und die wir noch lesen werden, dass das Reich Gottes mit seiner Kraft bereits hier auf Erden errichtet sein würde. Denn Jesus Christus war ja noch nicht gekommen, um das Reich zu errichten. Er war lediglich gekommen, uns einen Vorgeschmack zu geben von der Kraft und der Macht des Reiches, wenn er es auf Erden errichten würde. Schauen Sie, der König Jesus Christus, der Repräsentant des Reiches Gottes, war zu ihnen gekommen. Und er gab ihnen durch die Dämonenaustreibung, durch die Krankenheilung, die er durch die Kraft Gottes bewirkte, einen Vorgeschmack auf die Herrschaft, die er im Reich Gottes auf Erden ausüben würde. Und so möchte ich heute jetzt hiermit abschließen und werde dann in der nächsten Predigt weitere Stellen behandeln, die wir im Lukas-Evangelium finden und die uns noch mehr sagen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Es ist dies eine fundamentale, absolut notwendige Wahrheit, die Sie verstehen müssen, wenn Sie ins Reich Gottes eingehen wollen. Christus sagte ja, glaubt an das Evangelium. Wir müssen daran glauben, was uns Christus im Evangelium predigt. Und wir können natürlich nur dann daran glauben, wenn wir zunächst einmal erkennen, was das Evangelium beinhaltet. Wenn Sie weiterhin an ein falsches Evangelium glauben wollen, an ein Evangelium, das uns zum Beispiel sagt, dass Jesus Christus kam, das Gesetz abzuschaffen, dass er kam, um damals bereits schon das Reich Gottes zu errichten, dass das Reich Gottes in Ihnen ist, dass die Kirche das Reich Gottes ist. Wenn Sie weiter an diese Dinge glauben, dann glauben Sie nicht an das wahre Evangelium. Und dann haben sie zunächst einmal nicht die Voraussetzungen erfüllt, die sie erfüllen müssen. Eine der vielen Voraussetzungen, um ins Reich Gottes gelangen zu können. So bedanke ich mich für heute, für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes.